Tief im dunklen Wald lebt der Zwerg Mime in seiner Höhle. Er ist Schmied und arbeitet laut an einem Schwert. Ja, so duftend, duftend. So richtig, wenn man mit einem Hammer auf Eisen haut. So. Dann, 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 dann. Verwandte Plage! Mühe und Zweck! Das beste Schwert, das je ich geschweißt, in der Riesenfäusten hielt es fest. Mime versucht, die Bruchstücke des Zauberschwerts Notung neu zusammenzuschweißen. Jahre zuvor hatte er die Schwertteile von der schwangeren Sieglinde erhalten, um sie für ihr neugeborenes Kind Siegfried aufzubewahren. Sieglinde starb und der Zwerg zog das Kind bei sich auf, bis Siegfried zum Mann wurde. Also der Siegfried, der ist ein großer Mann und er ist blond und hat keine Furcht. Der ist ganz mutig und ist wirklich ein Held. Wie so oft steht also der Zwerg Mime auch jetzt wieder vor der Feuerstelle und versucht, das Zauberschwert Notung zu reparieren. Immer wieder hämmert er auf den Teilen herum und obwohl er ein guter Schmied ist, will es einfach nicht gelingen. Und ich kann's nicht schmeißen, in Notung das Schwert. Nicht geschafft, weil es nämlich nur die schaffen, die keine Furcht haben, also die ganz mutig sind. Und der hatte halt Furcht und war auch ganz ängstlich und dumm. Der Mime hat sich gedacht, aha, der Siegfried, der ist ja ganz mutig und ist ein Held und ich ziehe ihn ja deswegen auf. Und der könnte mir doch das Schwert schmieden und damit den Drachen besiegen, der das Gold hat. Und den Ring natürlich und die Tarnkappe. Der ist ein ganz, ganz böser Zwerg. So vertritt Mime an Siegfried nur deshalb die Vaterstelle, um durch seine Kraft und seinen Mut in den Besitz des Schatzes zu gelangen. Eines Tages erfährt Siegfried, dass Mime gar nicht sein richtiger Vater ist und kann ihn nun noch weniger leiden als sonst. Er spürt, dass der Zwerg ihn gar nicht wirklich gern hat, sondern nur so tut. Und dass jedes freundliche Wort von Mime gelogen ist. Als zuhungerndes Kind zog ich dich auf, wärmte mit Kleidern den kleinen Wurm, Speise und Trank trug ich dir zu, hütete dich wie die eigene Haut, und wie du erwuchsest, wartet ich dein Lager schuf ich das Reich, du schliefst. Der Siegfried hat gesagt, jetzt will ich weg, jetzt will ich in die weite Welt rasten, hat er gesagt, der Mime. Aber zuerst musst du beweisen, dass du auch der Mutigste bist, weil ich glaubte es dir nicht. Dann sollte er halt den Drachen besiegen. Den Drachen besiegen und dann nichts wie weg von hier, denkt Siegfried und fängt sofort an, das Zauberschwert Notung neu zu schmieden. Und dann machen sich er und Mime auf den Weg zur Drachenhöhle, wo Fafner, der Drache, den Goldschatz bewacht. Immer tiefer hinein in den Wald geht es, in einen Teil des Waldes, in dem Siegfried noch nie zuvor gewesen ist. Nach vielen Stunden erreichen sie ihr Ziel. Also da ist es halt ganz dunkel. Eine ganz finstere, verlassene Stelle und kein Tier, nichts und auch ganz leer irgendwie. Aber Siegfried bläst mutig auf seinem Horn. Und der ist erst nicht gekommen, der Drache, und hat gedacht, nö, ich bleib hier, ich muss ja mein Gold bewachen. Und dann ist er dann doch rausgekommen. Ja, dann kommt der Drache und mit so richtig schweren Schritten, als ob man was Dumpfes auf den Boden fallen lässt.
Also er ist groß, rot, grün, mit so spitzen Augen und scharfen Zähnen und halt. Und einfach, dass der Feuer speien kann und auch Gift ausspuckt. Siegfried bezwingt den Drachen und bekommt dabei sein Blut in den Mund. Dadurch kann er plötzlich Gedanken lesen und die Tiere verstehen. Zum Beispiel, was ein Waldvogel ihm zuzwitschert. Und der hat ihm gesagt, der Mime, der ist ganz schlimmer. Trink nicht von dem, was dir der Mime gibt, der will dich nur töten. Scheinbar freundlich kommt Mime auf Siegfried zu. Aber Siegfried kann in seinem Inneren hören, was Mime wirklich denkt und plant. Ich will dem Kind nur den Kopf abhauen. Siegfried erkennt und tötet Mime. Und? Hat sich den Ring genommen und die Tarnkappe und hat den schweren Drachenleib vor die Höhle geschoben. Und ist dann mit dem ganzen Zeug abgehauen. Wotans Tochter Brünnhilde, die tapfere Walküre, schläft auf einem Felsen, der von einem Feuerring umgeben ist. Nur wer die Angst nicht kennt, kann die Flammenwand durchbrechen. Und Siegfried beschließt, Brünnhilde zu wecken. Und da hat er sich auf den Weg gemacht, weil der Vogel hat zu ihm gesagt, dass auf einem großen Berg eine schöne Frau liegt. Er ist gegangen, ist so richtig mutig, ohne Furcht, durchs Feuer gegangen. Und erstmal hat er so sie durchsucht, was ist denn das jetzt? Und dann hat er sie halt doch wach geküsst. Und ich so, wo ist mein Pferd? Zuerst hat sie nach dem Pferd gefragt. Brünnhilde nimmt ihr Pferd Grana am Zügel und geht mit Siegfried, um ihm künftig im Kampf gegen das Böse beizustehen.